Willkommen zu Brain Damage. Mein Name ist Chris und ja, was soll man sagen? Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Jahr ist vorbei. Das Jahr ist unglaublich schnell an mir vorbeigezogen und das nächste Jahr wird genauso schnell wahrscheinlich vorbeiziehen und bald kommt die süße Erlösung des Todes. Aber wie es eben Ende vom Jahr ist, Musik, News, technisch passiert da leider immer relativ wenig. Aber der gute Bellius Rage hatte eine sehr gute Idee in den Kommentaren, hat gesagt, was waren eigentlich deine Top-Alben des Jahres 2018? Und da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal eine Top 5 draus. Also hier jetzt meine Top 5 Alben 2018 und gib ihm. Dazu muss man allerdings sagen, dieses Jahr kamen in meinen Augen gar nicht so viel krasse Alben raus. Und man muss aber natürlich auch sagen, dass ich nicht alles auf dem Schirm habe. So, ich versuche auch allein schon wegen diesem Musik-News-Format, das ich eben mache, möglichst viel auf dem Schirm zu bekommen. Aber es ist mir natürlich auch nicht möglich, alles da mitzubekommen. Und ich habe ja auch erst ab einem halben Jahr angefangen mit dem Musik-News. Also, das ist ein Wecko. Und Platz Nummer 5 belegt bei mir Punch Arroganz mit dem Album Schmerzlos. Was dieses Album angeht, muss ich allerdings sagen, es ist jetzt, da kommen wir eben zu dem Thema, dass es in meinen Augen nicht so viel krasse Alben gab. Das ist so ein Album zum Beispiel, wo ich wirklich gut finde. Allerdings würde ich es, glaube ich, nicht so gut finden, wenn dieses Album so wie es ist, genau gleich inhaltlich, textlich alles von einem anderen Interpreten erschienen wäre. Fire Punch Arroganz des Todes. Das Mixtape Blinde Wut ist in meinen Top 5 Alben aller Zeiten und ich kann dem seine Alben rauf und runter hören ohne Ende und ich feiere ihn übertrieben hart als Rapper. Ich muss sagen, dieses Album hat mir sehr gut gefallen. Es hat in meinen Augen allerdings nicht nur Höhen. Also es ist kein schlechtes Album, er hat da ein bisschen einen neuen Stil versucht, ist auch nicht schlecht und es hat auf jeden Fall die eine oder andere Bombe drauf, das kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es an die Alben, die davor erschienen sind, von Punch Arroganz nicht rankommt. Allerdings für das gesamte Musikjahr 2018 hat es für meine Ansichten her für einen stabilen Platz 5 gereicht. Platz Nummer 4, Kollege Farid Bang, JBG Platin war gestern. Man muss sagen, ich bin durchaus ein Kollege-Fan. So, ich habe ja hier den Legacy Award, die ganzen Boxen hier und alles und ich finde Farid Bang gut und ich liebe JBG. Ich finde, die Alben sind geil. Dieser asoziale Assi-Rap einfach feiere ich so. Und man muss auch dazu sagen, dass durchaus die Ironie und die Zynik bei Kollege und Farid Bang deutlich mehr rauszuhören ist, wie zum Beispiel bei anderen Vertretern dieses Assi-Rap-Genres. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Platin war gestern sogar noch einen Ticken besser fand als JBG 3 selber. Es wird wahrscheinlich nicht bei vielen so sein, jetzt bin ich wahrscheinlich so eine Ausnahme, weil ich einfach ein total seltsamer Mensch bin. Allein schon der Stürmaske auf Remix ist einfach nur völlig krank. All Eyes on Us, Nuclear Winter, das sind einfach alles Sachen, die ich tot feiere. Und natürlich mein absoluter Favorit von dem Album Mitternacht 2. Gott, wie hart ich dieses Lied einfach liebe. Platz Nummer 3, das dritte Album, von dem ich mir auch die Box gekauft habe. Also alle Alben, die bisher kamen, habe ich mir auch die Box gekauft. Album Nummer 3, Platz Nummer 3, Casper Materia 1982. Man kann durchaus ein bisschen meckern, was das Album angeht. Und zwar in dem Sinn, dass ich der Meinung bin, dass beide auf dem Album deutlich zu kurz gekommen sind. Ich finde 10 Lieder für so ein Collabo-Album ist einfach viel zu wenig. Meiner Meinung nach 15 Lieder oder 14 Lieder wenigstens. Und jeder hätte in diesen 14 Lieder einen wirklich eigenen Track bekommen sollen. Dann wäre das Album meiner Meinung nach perfekt gewesen. Aber auch hier, wo einfach schon damals Champion Sound released worden ist, habe ich gedacht, alter Schwede, das fickt so richtig heftig rein. Also das fand ich zum Release schon übertrieben heftig. Und auch mein persönlicher absoluter Favorit von dem Album Willkommen in der Vorstadt. Boah, Alter, ich könnte so, das ist so ein Lied, das mir immer Stimmung machen würde. Wenn ich so keinen Bock auf Partylaune hätte oder so, da gibt es dann so eine Handvoll Lieder, wenn ich die höre, dann habe ich Bock auf Party, dann habe ich Bock auf Eskalieren und das Willkommen in der Großstadt ist eins davon, wo mir einfach immer gute Stimmung macht, gute Laune macht. Und im Großen und Ganzen ist das Album nicht perfekt. Man hätte meiner Meinung nach mehr draus machen können. Aber von den Alben,
die 2018 erschienen worden sind, ist 1982 auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und man sieht ja auch alles, was drumherum gerade Casper und Materia abgeht. Die Europa-Tour, die sie ausverkauft haben, die Riesentour, die sie nächstes Jahr spielen. Also das ist einfach, da kann man überhaupt nicht irgendwie was schlecht reden, was die machen, weil es einfach nur total krank ist, wie die gerade abgehen. Platz Nummer 2, Andrew W.K. mit dem Album You're Not Alone. Und da werden jetzt wahrscheinlich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wirklich die wenigsten überhaupt Andrew W.K. kennen werden. Ich kenne Andrew W.K. schon irgendwie seit 2002 und höre den eigentlich auch so immer wieder ein bisschen seitdem. Aber hier in Deutschland, ich habe wirklich ganz wenige Leute getroffen, die den kennen, beziehungsweise die Leute aus meinem Freundeskreis, die Andrew W.K. selber kennen. Da habe ich tatsächlich nur einen, der Andrew W.K. nicht von mir kennt, und das ist Micha, der für alte Brain Damage Zuschauer vielleicht noch der ein oder andere kennen werden. Und er ist tatsächlich der einzige in meinem Freundeskreis, der Andrew W.K. nicht von mir kennt. Und das finde ich krass, weil Andrew W.K. ist ein völlig genialer Musiker. Völlig unverständlich, dass den niemand kennt hier. Das Album You're Not Alone, das ist so ein bisschen so ein, ach, wie erklärt man das? Jedenfalls nehme ich so wahr, wie ein Album mit Musik, die einen mental aufbauen soll. Also der hat auch wirklich zwischen den Liedern kommt immer mal wieder so ein Skit, wo er praktisch darüber redet, was man im Leben machen kann, dass man sich nicht runterbringen lassen soll und weiß Gott. Also ohne Scheiß, wenn ihr Andrew W.K. nicht kennt, vielleicht kennt ihr ein paar Lieder von dem vom Hören her. Sowas wie We Want Fun, Party Till You Puke, Party Hard, She's Beautiful, I Get Wet. Das sind alles so Lieder, die man vielleicht mal gehört hat. Also wirklich ganz großer Tipp von mir an euch, hört mal in Andrew W.K. rein, wenn ihr so die Rock-Metal-Schiene fährt. Dann glaube ich, dass es dem einen oder anderen auf jeden Fall gefallen könnte. Für mich auf jeden Fall You're Not Alone, Andrew W.K., absolutes Album-Highlight 2018, beziehungsweise Platz 2. Und wir haben den guten Andrew W.K. dieses Jahr bei Rock im Park live gesehen. Ich habe kurz nach dem Auftritt auf Instagram was gepostet und Andrew W.K. hat einfach darauf geantwortet. Ich blende es hier jetzt mal ein und darauf haben wir erstmal ein bisschen Alkohol getrunken. Zur Freude des Posters. Und Platz Nummer 1, Alben 2018. Der ein oder andere, wer diesen Channel verfolgt und jedes Video schon gesehen hat, was heißt jedes Video zum Thema Musik eben, wird sich für das vielleicht schon denken können. Mein Album Nummer 1 2018, Alligator, Schlaftabletten, Rotwein 5. Es ist in meiner Top 5 Liste von allen Alben überhaupt, ist es auch sehr weit oben. Ich könnte jetzt nicht sagen, welchen Platz, da müsste ich ein bisschen mehr nachdenken, aber auf jeden Fall sehr weit oben. Boah, was soll man über dieses Album sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Die Texte, die Instrumentals, das alles drumherum. Es hat nicht zu wenig Lieder, es hat nicht zu viel Lieder, es hat nicht zu viele Features, es hat ja nur ein Feature. Es ist ein geniales Feature mit Felix Brummer von Kraftklub. Highlights des Albums, auf jeden Fall Beine brechen, wie zu Hause, wo kann man das kaufen und Hass. Das sind so meine vier absoluten Highlights. Ich weiß noch, wir waren im Urlaub in Kroatien, wo das Album released worden ist. Wir haben praktisch Freitag, Punkt 0 Uhr, wo das Album auf Spotify dann eben verfügbar war, sofort das Album reingehauen und ich glaube, wir haben es 2 oder 3 Mal durchgehört und ab diesem Zeitpunkt lief dann so gut wie nichts mehr anderes als das neue Alligator-Album. Und es ist wirklich ein Album, das ich heute noch reinmachen kann, heute noch, na, 4 Monate später und ohne Probleme von Lied 1 bis Lied 15 oder 16 komplett durchhören kann. Jedes Lied einfach nur komplett totfeier. Und auch, was man dazu sagen muss, ich bin ein Mensch, wenn ich im Auto sitze und eine CD höre und die CD ist vorbei, dann muss ich die CD wechseln. Ich kann eine CD nicht 2-mal hören. Ich weiß nicht wieso, ich kann es einfach nicht. Wenn die CD vorbei ist, dann muss ich die wechseln. Außer eben eine Handvoll Alben, könnte man eigentlich mal einen Top 5, wenn ihr einen Top 5 Alben aller Zeiten sehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und STRW 5 ist eben so ein Album, das kann ich auch 5-6 Mal hintereinander durchhören, ohne Probleme. Und das zeigt auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall ein Album, was gerade 2018 in meinen Augen das beste Album des Jahres war. Aber was mich an dieser Stelle jetzt wirklich verdammt interessieren wird, was sind denn eure Top 5 Alben oder auch Top 10 Alben oder einfach eure Top Alben des Jahres 2018, wird mich wirklich übelst hart interessieren. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musik, News und anderen Scheiß und
Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch in das Jahr 2019. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es ganz gut läuft, diesen Freitag und ansonsten spätestens nächsten Montag. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Vielen Dank, dass ihr diesen Channel so krass supportet. Einfach, ich finde es total geil. Ich bin dankbar. Und schaltet wieder ein. Ah, Fuß. Ah, ich bin auf meinem Fuß gesessen.